Bayern München kauft immer die besten Spieler der Liga, da sie in Europa auch stets gefordert werden. In England haben wir inzwischen 4, 5 Spitzenteams. Dieses Jahr liegt halt Manchester City bei uns vorn. Ich denke, Deutschland könnte etwas mehr Wettkampf vertragen. Aber die Bayern sind auch ein großer Club mit viel Tradition. Es ist schwer zu sagen, dass das ein Problem ist, denn die Bayern haben alles gewonnen und bewiesen, dass sie der beste Club in Deutschland sind. Natürlich gibt es mit Borussia Dortmund oder anderen Teams ab und zu einen Herausforderer für sie. Aber derzeit fehlt dieser Wettkampf in Deutschland. Bayern München hat die besten Spieler, das beste Umfeld und agiert wie eine Maschine, die einfach alles gewinnt. Die Bundesliga ist nicht die beste Liga in Europa, aber sie ist sehr gut organisiert, hat eine tolle Struktur, viele gute Spieler und sie hält ihr Leistungslevel sehr konstant. Klar, die Bayern sind die Überflieger, aber in der Breite ist die Bundesliga sehr attraktiv. Natürlich möchte jede Liga mehrere Teams haben, die die Champions League gewinnen können. Aber das ist alles andere als leicht. Dortmund zum Beispiel hat auch eine großartige Vergangenheit in der Champions League mit dem Titelgewinn vor vielen Jahren. Ich erinnere mich nur ungern. Es braucht einfach Zeit, ein Team aufzubauen, das die Champions League gewinnen kann. Wir haben in Italien ja dasselbe Problem. Die deutsche Liga ist eine gute Liga. Sie ist sehr physisch und es ist sehr viel Intensität in den Spielen. Natürlich stimmt es, dass Bayern sich längst abgesetzt hat von den anderen. Sie sind zu Recht an der Spitze und eine Macht. Da wird es auch in Zukunft sehr schwer für die anderen Teams, um die Meisterschaft mitzuspielen. Dennoch kann man sich die Bundesligaspiele gut anschauen. Zwar ist es eine sehr körperbetonte Spielweise, aber die Partien sind sehenswert. Die Bundesliga ist insgesamt eine gute Liga. Aber für mich ist die spanische Liga die beste der Welt, weil es mehr Wettkampf gibt und mehr Teams, die um den Titel mitspielen können. Der spanische Fußball ist anders, da ist einfach mehr Spielfreude drin. Die spanische Liga ist für mich die beste. La Liga Española es la mejor. Deutschland hat wieder gute Titelchancen. Ich bin wirklich ein großer Fan der deutschen Nationalelf. Jogi Löw ist ein fantastischer Trainer, der wirklich einen großartigen Job macht. Er hat nicht nur sehr erfahrene Spieler, sondern auch genauso viele Talente, die regelmäßig ihre Chance bekommen. Sie haben derzeit einfach einen perfekten Mix in der Mannschaft. Seit Brasilien 1958 und 62 konnte niemand den WM-Titel verteidigen. Vielleicht gelingt es ja Deutschland. Sie haben definitiv die nötige Qualität.